Die Wiedergeburt Jerusalems, das ist ein Thema, was mich sehr beschäftigt hat die letzten Jahre, weil ich glaube, dass das ein sehr wichtiger Schlüssel ist, um viele, viele Bibelstellen zu verstehen, die bisher dunkel waren. Ja? Und der Gedanke ist nicht so sehr kompliziert. Der Gedanke ist eigentlich der, die Gemeinde Jesu, die hat vor 2000 Jahren angefangen in Jerusalem. Ja, die Jünger sind ja am See Genezareth, die sind ja wieder zu ihrer Arbeit zurückgegangen. Es ist alles nicht so gelaufen, wie Jesus das irgendwie gesagt hatte. Ja, jetzt ist er gekreuzigt worden, er ist tot und Petrus sagt, ich geh halt wieder fischen, geh halt wieder in meinen Job. Und dann treffen sie Jesus am See Genezareth und dann sagt Jesus zu ihnen, geht hinauf nach Jerusalem und wartet dort auf die Verheißung. Auf welche Verheißung? Naja, dass Gottes Geist ausgegossen werden sollte. Wo? Nur auf Jerusalem. Nicht mal am See Genezareth, auch nicht in Berlin und nicht in Hannover, ja, sondern nur in Jerusalem. Und deswegen schickt Jesus die Jünger hinauf nach Jerusalem, dass sie dort auf die Verheißung warten, die wo gegeben wurde, die im Alten Testament schon gegeben wurde. Das heißt, um die Bibel zu verstehen, müssen wir das Alte Testament kennen. Oder zumindest die, die predigen, sollten das Alte Testament kennen und vielleicht auch ein bisschen lieb haben, weil im Alten Testament steht alles drin, was im Neuen Testament schon steht. Ja, das Neue Testament bezieht sich immer auf alttestamentliche Stellen. Und Jesus schickt die Jünger rauf nach Jerusalem und sagt, wartet dort auf die Verheißung, die dieser Stadt geschehen ist, dass nämlich Gott dort seinen Geist ausgießen will. Und das machen die Jünger auch, die gehen dann hinauf. Der Petrus hat dann nochmal einen Apostel auserwählt, was er gar nicht sollte. Ja, hat er Hölzchen ziehen gemacht, hat gesagt, jetzt fehlt ja der Judas. Wir waren ja 12, wir wollen wieder 12 sein. Dann haben sie einen Apostel gewählt. Ja, hat Jesus nicht gesagt, er hat gesagt, wartet auf die Verheißung des Geistes. Aber dann zu Pfingsten kommt der Geist Gottes und die Stadt Jerusalem erlebt zum ersten Mal Wiedergeburt. Zum ersten Mal in Gottes Heilsgeschichte geschieht Wiedergeburt. Die Gemeinde Jesu Christi beginnt. Und die besteht aus Juden und auch aus Heiden, sonst wären wir ja heute nicht da. Ja? Also innerhalb der Gemeinde Jesu ist egal, ob man Jude war oder nicht Jude war. Ja, das spielt gar keine Rolle. Ist auch egal, woher man kommt oder welche Vergangenheit man hat. Spielt alles keine Rolle mehr. Das ist in Jesus Christus alles aufgehoben. Ja? Das ist eine neue Familie, die man dann haben darf im Glauben. Wunderschöne Sache. Und nicht so sehr schwer. Ja? Es gibt nur einen Weg. Für Juden und für Nichtjuden. Jesus Christus. Ja? Also relativ simple Sache. Manchmal ein bisschen ärgerlich für den einen oder anderen. Aber es ist der einzige Weg. Ja? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das heißt, die Gemeinde Jesu hat zu Jerusalem begonnen und ich glaube, dass die auch in Jerusalem ja ihren Abschluss finden wird. Das ist der Gedanke. Ja? Das ist der Gedanke, wo ich auch sage, der fehlt mir bei vieler Verkündigung heute, weil man eigentlich heute eine andere Vorstellung hat. Man sagt, die Gemeinde Jesu hat zu Jerusalem begonnen und ist dann in die ganze Welt gegangen, zu den Heidenvölkern, zu den Völkern der Nationen. Und jetzt kommt irgendwann die Entrückung, man weiß nicht wann, die könnte jederzeit sein, jeden Tag erwartet man die vielfach, ja, so wird gesagt. Und dann ist die Gemeinde Jesu abgeschlossen. Und ich glaube das nicht. Ich glaube, dass da noch etwas vorher kommt. Ich glaube, dass die Stadt Jerusalem am Ende der Zeit noch zum Glauben an Jesus Christus findet. Und dann ist die Gemeinde abgeschlossen. Und dann kann auch Entrückung sein, ja. Und der Gedanke, den sieht man auch an vielen Stellen in der Bibel. Zum Beispiel hier bei diesem Bild habe ich euch da mitgebracht. Das ist aus Sacharja. Sacharja hat ein Nachtgesicht. Und Sacharja sieht in diesem Nachtgesicht einen Leuchter mit zwei Ölbäumen rechts und links. Und der Sacharja fragt den Engel und sagt, was, oder der Engel sagt zu Sacharja, was siehst du da? Und der Sacharja sagt, ich weiß nicht, was das ist. Und der Engel sagt, warum weißt du das nicht? Ja? Sagt er, das, was du da siehst, wird nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, sagt der Herr. Was geschieht durch Gottes Geist? Die Gemeinde Jesu kommt zusammen. Woraus besteht die Gemeinde Jesu? Naja, am Anfang aus Juden, speziell Leute aus Jerusalem, dann über 2000 Jahre Heidenchristen, die das Evangelium in die Welt gebracht haben, die haben der Welt Licht gegeben, das ist der Leuchter. Und am Ende der Zeit wieder Juden, speziell Jerusalem, wieder Ölbaum. Das heißt, das, was Sacharja dort sieht, ist die Leibesgemeinde Jesu Christi. Ja, Moment, das wird ja heißen, im Alten Testament wird was Neutestamentliches geschaut? Ja, natürlich. Ja? Unser christlicher Glaube ist prophetischer Natur. Ja, die Prophetie ist oft in Mitleidenschaft gezogen worden und oft auch nicht so gut gelitten heute, weil man natürlich in den 80er Jahren im Irakkrieg Probleme hatte,
Da hat man dann Dinge ausgelegt, dass jetzt die Amerikaner mit ihren Bombern ohne den Boden zu berühren in den Irak fliegen und dann wieder heim. Und es war jetzt dann der Ziegenbock, ja, der gegen den Widder kämpft und der hat den Boden nicht berührt. Und das darf man nicht tun, weil das ist alles schiefgegangen. Diese Art von Prophetie ist schiefgegangen. Warum? Weil man weltliche Dinge in die Bibel reingetragen hat. Man hat Bibeltexte genommen und hat die auf die gegenwärtige politische Situation gedeutet. Und das darf man nicht tun. Man muss die Bibeltexte mal zunächst da sein lassen, wo sie angeordnet sind. Man muss den Kontext verstehen. Man muss vielleicht die damalige Geschichte verstehen. Und dann darf man anfangen, wenn das alles geklärt ist, das auch mal zu deuten. Aber das jetzt auf heutige und jetzige Situationen zu, ich bin da sehr vorsichtig, das auf die jetzige politische Situation zu deuten. Und die Tagespolitik kann man mit der Bibel sowieso nicht auslegen. Ja? Aber mir geht es darum, diese Linien zu zeigen. Und dazu gehört in erster Linie, noch vor Daniel, für mich auf jeden Fall die Wiedergeburt Jerusalems und speziell auch Sacharja als Prophet. Sacharja sieht also hier die Leibesgemeinde Jesu. Es ist ihm noch nicht bekannt, was das ist. Es ist noch ein Geheimnis. Der Engel fragt den Propheten und sagt, sag doch, was siehst du? Und er sagt, ich weiß nicht, was ist das? Und er sagt, das wird nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist. Was geschieht durch Gottes Geist? Die Gemeinde Jesu kommt zusammen, bestehend aus Jerusalem vor 2000 Jahren, Pfingsten, Ölbaum. Dann ging das Evangelium zu den Heidenvölkern, zu uns, ja, 2000 Jahre lang, Licht für die Heiden. Und am Ende der Zeit geht das Evangelium wieder nach Hause. Es wird von uns weggehen. Der Segen Gottes geht von den Völkern der Welt weg. Da müssen wir uns im Klaren sein darüber, was das bedeutet. Das hat auch wirtschaftliche Auswirkungen und viele, viele andere Auswirkungen noch, ja. Aber das Evangelium geht nach Hause und die Königsstadt Jesu Christi, die wird am Ende der Zeit noch zum Glauben an Jesus finden. Das finde ich was Schönes. Das ist was Philosemitisches, oder? Ja? Nicht antisemitisch, philosemitisch. Weil wir wünschen ja Jerusalem Glück. Und das Glück der Stadt Jerusalem besteht darin, Jesus zu finden. Das ist was Schönes. Ja? Und das ist, glaube ich, das, was wir hier schon im Sacharja auch sehen und an vielen, vielen anderen Stellen. Ja, und ich möchte mit euch heute einen Gang durch die Bibel gehen und mal versuchen zu verstehen und nachzuvollziehen, wie man das aus dem Alten Testament entwickeln kann. Warum? Naja, weil wir alle ein Stück weit warten, dass Jesus wiederkommt. Ja? Und es ist ja immer schon die Frage gewesen, wann kommt Jesus wieder? Und das wissen wir nicht. Wir können das nicht berechnen. Wir wissen weder Tag noch Stunde. Das kann man nicht berechnen. Das haben viele versucht, ist immer falsch gewesen. Aber Jesus macht was anderes. Jesus sagt, warum beurteilt er nicht die Zeichen der Zeit? Das heißt also, Jesus bindet sein Kommen und die Nachricht von seinem Kommen nicht an ein Datum, was berechnet werden könnte, sondern an Ereignisse. Und jetzt ist für uns ja die Frage, was sind denn die Ereignisse, die sein Kommen andeuten oder einläuten? Ja? Und dazu gehört für mich auf jeden Fall der Tag, an dem Jerusalem zu Glauben an Jesus kommt. Und der Tag der Gründung Israels wegen mir. Ja? Das ist ja schon 75 Jahre her. Und es gibt noch einen Tag, dann ist so ein bisschen gespoilert jetzt, ja, wenn Israel in zwei Teile zerbricht. Das ist auch noch ein Ereignis für mich, wo ich sage, das sind die Punkte, wo Jesus sagt, achtet auf die Zeichen, beurteilt die Zeichen der Zeit. Ob das jetzt schon soweit ist, weiß ich nicht genau. Das muss man sehen. Ja? Der Sacharja sieht hier dieses Bild, ja, und er sagt zu dem Engel, was ist das? Und der Engel sagt, das wird nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen. Wir verstehen nachher noch besser, was der Engel da eigentlich sagt zu den Propheten. Und der Prophet ist ja schlau. Der fragt nochmal nach. Der sagt nämlich, was sind denn die zwei Zweige an den Schalen, wo das Öl von den Bäumen in den Leuchter reinläuft? Ja, der sagt ja, wenn das die Leibesgemeinde Jesu ist, da scheinen ja noch zwei Zweige da zu sein, die das Öl bringen zum Leuchter. Und dann sagt der Engel, das sind die beiden Leuchter und die beiden Ölbäume, die stehen vor dem Herrn der ganzen Erde. Und wenn wir die Bibelstelle verfolgen, dann kommen wir mal in Offenbarung 11 zu den zwei Zeugen. Aber das sprengt unseren Rahmen heute. Ja? Ich will damit nur sagen, manchmal ist gut, wenn Gott was schenkt, dass man da am Ball bleibt. Und der Sacharja, der hat jetzt die Antwort bekommen und fragt dann nochmal nach. Der sagt, da ist ja noch mehr, da ist ja nicht nur die zwei Bäume, da sind ja noch zwei Zweige. Und das machen wir heute Morgen auch. Wir graben ein bisschen tiefer und fragen ein bisschen tiefer nach und erlauben uns auch mal ein paar Pfade zu gehen, die man vielleicht sonst nicht geht. Ja? Ich glaube, man kommt zu ganz
ganz spannenden Ergebnissen. Die Bibelstellen unter anderem, die möchte ich mit euch anschauen. Johannes 3 gucken wir uns an. Da fängt die ganze Geschichte an. Da fangen alle meine Videos an. Die fangen alle in Johannes 3 an. Ja, die fangen alle zu den Füßen Jesu an. Das ist mir auch wichtig, weil in den prophetischen Sachen, ein Freund von mir hat gesagt, da sind so viele Endzeitfuzzis unterwegs. Entschuldigung, dass ich das etwas despektierlich sage, ja. Und es ist aber leider auch so, ihr findet im Internet ganz, ganz viel, da wird ganz viel spekuliert. Ist jetzt die Corona-Spritze schon das Mahlzeichen des Tiers, ja? War der Gorbatschow der mit dem Mal auf der Stirn? Und ganz, ganz viel wird da spekuliert und man muss wirklich sehr vorsichtig sein. Ich höre mir viele Dinge auch an, vieles höre ich mir aber auch nicht an. Manches höre ich mir auf zwei- oder dreifacher Geschwindigkeit an, wie du auch, ja? Das nutzt, kommt man ein bisschen schneller vorwärts, ja? Finde ich gut. Und bei manchen Sachen sage ich auch einfach, das ist nichts für mich. Ja? Ich frage immer, wo steht das geschrieben? Das heißt, wir gehen jetzt hier durch die Bibel, schauen uns Johannes 3 an, 2. Könige 19 schauen wir uns an, eine ganz spannende Stelle. Und dann gucken wir ein paar alttestamentliche und neutestamentliche Bibelstellen und nähern uns dem Thema der Wiedergeburt Jerusalem so ein bisschen an. Ja? Und zum Schluss machen wir ein Schleifchen dran. Was ich mit euch lesen möchte, ist eine Stelle aus 2. Könige 19. Wer die Bibel dabei hat, kann die gerne aufschlagen. Die ersten 3 Verse. Das wollen wir uns durchlesen. Da sind wir im Jahr 702 vor Christus. Also es gibt ein bisschen Geschichte. 702 vor Christus war Jerusalem militärisch komplett isoliert. Ja, das ganze Land Israel war besetzt. Jetzt hätte ich fast gesagt vom Iran. Ja, so weit wollen wir aber noch nicht gehen. Damals von Assyrien, Zweistromland. Die Stadt Jerusalem war übrig geblieben wie eine Hütte im Weinberg, komplett militärisch isoliert. Und vor der Stadt steht der Sanherib mit seinem Rabschaken, mit seinem Feldherrn. Und die Stadt Jerusalem wird belagert mit 185.000 Soldaten. Ein riesiges Heer. Ich weiß nicht, wie viele Einwohner hat Hannover? Habt ihr? 400.000. Gut, das wären dann ein Drittel, ja? Also alle wehrfähigen Leute von Hannover unter 60. Also ein großes Heer. Das ist apokalyptisch groß, ja? Das ist die heutige Bundeswehr. Ja, ja. Ist sie so groß noch, ja? Also das ist viel, ja? Die Amerikaner haben, glaube ich, noch 450.000 Truppen, ja, unter Waffen. Das war viel. Und das war unheimlich. Und für die Stadt Jerusalem auch sehr unheimlich. Und wenn ihr wollt, wenn ihr möchtet, könnt ihr mal 2. Könige 18 lesen, weil dieser Rabschake, der kommt jetzt zu der Stadt Jerusalem und baut sich da auf mit großem Gepränge. Der kommt also mit seinen ganzen Offizieren und dann ruft er eine nervenzerfetzende Rede nach Jerusalem rein. Der sagt, ihr könnt nichts, ihr habt nichts, ihr seid nichts, Gott ist von euch weg, Hiskia ist ein Betrüger und morgen seid ihr alle tot. Und den Beweis dafür, den zeige ich euch hier. 185, hier sind meine Reiter, hier sind meine Soldaten. Ich gebe euch Pferde, ja? Ich weiß nicht genau, was hat er gesagt? 4000 Pferde, ob ihr Reiter dazu geben könnt. Der spottet über Jerusalem, der ist klug und ein frecher Mann. Und die Juden haben in der Stadt Jerusalem, waren die eingeschlossen, da war Jesaja bei, einer der größten Propheten aus dem Alten Testament, und Hiskia, ja, ein sehr junger König. Und die Stadt ist belagert und es gab überhaupt keine Chance zum Überleben, null. Es gab überhaupt keine Hoffnung. Ja, und man, der Hiskia hat die Häuser abgebrochen, hat daraus die Stadtmauer dann verstärkt. Der hat die Brunnen alle abgedeckt um Jerusalem rum, damit die Assyrer kein Wasser finden. Der hat die Bevölkerung darauf eingeschworen, hat gesagt, antwortet dem nichts. Wenn ihr auf der Mauer steht und der Rabschake redet, dann antwortet dem nichts. Die Rede von dem Rabschake ist eine der klügsten und ausgefuchstesten Reden, die ich in der Bibel kenne. Der ist sehr, sehr klug und ein gottloser, böser Mann. Und der steht auf und redet nicht auf Assyrisch, sondern auf Hebräisch. Der kann die fromme Sprache. Der kann sich verstellen. Und für mich ist das ein Bild für die Gemeinde Jesu in der Endzeit. Die fühlt sich nämlich auch einsam. Die fühlt sich auch allein. Die fühlt sich auch verlassen. Der Feind sagt euch auch, ihr könnt nichts, ihr seid nichts und ihr habt nichts. Ja? Das ist das, was der Rabschake nach Jerusalem reinruft. Diese Rede, das ist Anfechtung vom Feind heute für die Christenheit auch. Das nehme ich so 1:1. Und wenn wir jetzt nicht die Themen hätten, wäre das eine tolle Bibelarbeit, mal zu gucken, wie der Rabschake, dieser Feldherr, versucht, zwischen dem König Hiskia, in Klammern vielleicht ein Bild auf Christus, und seine Gemeinde in Keil zu treiben und die zu isolieren und die zu deprimieren, weil der ist ja schlau, der will ja nicht kämpfen, ja, der will ja, dass die so aufgeben. Der will ja, obwohl der eine riesige Übermacht hat, will der nicht Jerusalem einfach erobern, sondern der sagt mir, ist am liebsten, die geben einfach so auf.
Und er sagt, schaut euch doch die ganzen Ortschaften an. Die haben alle aufgegeben. Keine Ortschaft ist übrig geblieben. Warum solltet ihr denn übrig bleiben? Ja? Nennt mir doch einen Grund dafür. Und niemand auf der Mauer hat ihm geantwortet. Hiskia war klug, der hat dem Volk gesagt, geht nicht darauf ein. Die Eva hat es schon mal gemacht, es ist schiefgegangen. Ja? Manchmal ist es gut, man hält den Mund einfach und geht nicht auf Dinge ein, nicht auf Provokationen ein. Und manchmal muss man nicht den Mund aufmachen. Und das zu unterscheiden, da braucht man Gottes Geist und ein bisschen Übung auch, vielleicht ein bisschen Lebenserfahrung und ein bisschen Weisheit auch. Ja? Spurgeon hat gesagt, Gott braucht nicht unsere Klugheit, aber noch weniger unsere Dummheit. Das fand ich einen guten Satz. Ja? Und so ist heute auch. Ja? So, also der Rabschake steht jetzt vor der Stadt mit großem Gepränge, kommt er nach Jerusalem rauf. Eine riesen Staubwolke, ja, da kommen die Kriegselefanten, da kommen die Offiziere, da kommen kriegserprobte Leute, wie bei Herr der Ringe, die Orks, ja, die stellen sich alle vor die Stadt, so muss man sich's vorstellen. Vielleicht hat der Autor davon, Herr der Ringe, das aus der Bibel auch abgeschrieben, ich vermute das stark, ja. Und die stellen sich vor Jerusalem auf und der Rabschake sagt, gebt auf, ihr könnt das nicht überleben, ja. Ihr werdet morgen, werdet ihr eure eigenen Exkremente essen, sagt er. Also das ist sehr schmutzige Rede, die er dann nach Jerusalem reinruft. Ja? Und dann steht in der Bibel in 2. Könige 19, Vers 1, das ist der Vers, den ich mit euch anschauen möchte. Als der König Hiskia das hörte, diese Rede von dem Rabschake, zerriss er seine Kleider und legte einen Sack an und ging in das Haus des Herrn. Und er sandte den Hofmeister Eliakim und den Schreiber Schebna samt den Ältesten der Priester mit Säcken angetan zu dem Propheten Jesaja, dem Sohn des Amoz. Und sie sprachen zu ihm, so sagt Hiskia, das ist ein Tag der Not, der Strafe und der Schmach, wie wenn Kinder eben geboren werden sollten, aber die Kraft fehlt, sie zu gebären. Über den Vers bin ich gestolpert. Ja? Das ist ein Tag der Not, der Strafe und der Schmach. Warum? Naja, notvoll, weil die Stadt Jerusalem eingeschlossen ist und um ihr Überleben bangt. Strafe und Schmach, Strafe, weil sie gottlos waren und Schmach, weil der Rabschake sie demütigt und beleidigt und eigentlich Gott selber beleidigt. Ja? Und ich habe ganz viele Leute danach gefragt, was der Vers bedeuten soll. Theologen, promovierte Theologen. Ich habe jüdische Geschäftsfreunde, manche sind Rabbiner davon. Dann treffe ich die ab und zu schon mal früher, als ich noch gearbeitet habe, auf irgendwelchen Messen. Und dann sage ich, Mister, ich habe noch eine andere Question an Sie. Was halten Sie denn von 2. Könige 19? Was, what steht da? Ja, fragt er dann. Und dann geht's, ja, sagt er, ich bin Rabbi, aber ich praktiziere nicht. Ja. Der drückt sich dann auch ein bisschen vor der Antwort. Ich habe alle gefragt, was heißt das denn? Ja, das ist so notvoll, als wenn eine Frau irgendwo ein Kind gebiert und das Kind kann nicht so richtig zur Geburt kommen. Das ist halt auch eine notvolle Situation. Ja, sage ich, gut. Aber warum nimmt denn der Hiskia so ein Bild? Warum betet er nicht zu Gott und sagt, Herr, hilf uns, morgen sind wir alle tot. Hier stehen 185.000 erprobte Krieger und wir haben keine Aussicht auf Rettung. Rette uns, du bist doch unser Gott. Das hätte ich verstehen können, ja? Dass der Hiskia aber hier ein Problem hat, weil ein Kind nicht geboren werden kann, das kann ich nicht verstehen. Und ich finde, das ist eine sehr schräge Stelle im Alten Testament, fast so, als ob man drüber stolpern soll, als ob man sich fragen soll und sagen soll, was meint denn der Hiskia damit? Und wir haben noch mehrere solcher Stellen im Alten Testament, wo es irgendwo um Geburt oder um Geburtswehen geht. Und immer, wenn es darum geht, geht es immer um Jerusalem. Ja? Warum? Weil das alttestamentliche Bild heißt, die Tochter Zion kommt in Wehen und gebiert. Wann? Naja, zu Pfingsten vor 2000 Jahren. Ach so, das würde dann bedeuten, dass diese Bilder alle Vorbilder sind auf eine ganz bestimmte Art der Geburt. Genau. Auf eine Geburt der Tochter Zion. Genau. Wer schreibt denn davon? Naja, Jesaja 54, Jesaja 66, Jeremia 30. Jeremia 4, wir können die Stellen uns gleich noch anschauen. Und 2. Könige 19. Das hier ist ein Bild für etwas, was noch kommt, was noch erst in Erfüllung geht. Und wir schauen uns an, wie das mit anderen Bibelstellen nachher zusammenpasst und machen jetzt einen Sprung und lassen das mal einfach so auf sich beruhen. Wir kommen da gleich wieder hin zurück und wir gehen mal in Johannes 3, weil das ist das Kapitel, wo es um Wiedergeburt geht, par excellence in der Bibel. Ja? Jesus spricht mit Nikodemus
Und hören mal zu, was diese beiden Männer miteinander zu besprechen haben. Und dann gehen wir nachher wieder hierhin zurück und dann verstehen wir das besser. Ja? Also in Johannes 3 ist die Rede von Nikodemus. Nikodemus kommt zu Jesus und die beiden reden über zwei Themen. Über Golgatha und über die Wiedergeburt. Ja? Über zwei Themen, Golgatha und die Wiedergeburt. Für Golgatha gibt Jesus Nikodemus ein Bild aus dem Alten Testament. Für die Wiedergeburt gibt er ihm kein Bild aus dem Alten Testament, aber er tadelt ihn. Er sagt, Nikodemus, du bist der Lehrer Israels, du müsstest das doch wissen. Ja? Und das Gespräch schauen wir uns mal an, wie sich das entwickelt. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern, ich mag das sehr, den Vers, ja? Das muss man scheinbar erwähnen. Ja, unter so vielen Krokodilen war ein Mensch. Ja? Ich mag Menschen. Und dieser Mensch kommt. Das ist, scheinbar erwähnt die Bibel das extra. Ja? Sie hätte sagen können, es war ein Pharisäer mit Namen Nikodemus. Nee, sie sagt, es war ein Mensch unter den Pharisäern. Ja? Also jemand, der ein Herz hatte und der zu Jesus kommt und der gerne antworten will. Das finde ich toll. Ja? Also ich mag den Vers gerne. Ja. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster unter den Juden. High Potential. Triple-A-Leute treffen sich hier. Ja, das, wir dürfen hier Mäuslein spielen. Das ist der Oberste unter den der Lehrer Israels. Ja. Der kam zu Jesus bei der Nacht und sprach zu ihm, Meister, wir wissen, Whistleblower, wir wissen ganz genau, wer du bist. Ja, zumindest, ich meine, Respekt, der Nikodemus war bestimmt über 50, Jesus war wahrscheinlich 30, noch keine 30 Jahre alt. Und er redet ihn mit Meister an. Und er sagt, wir wissen, dass du bist ein Lehrer von Gott gekommen. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Der ganze Sanhedrin weiß es. Whistleblower. Die wissen das. Ja? Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Da sagt Nikodemus, du kommst zwar her und sagst, du weißt etwas, wir wissen, aber ihr wisst nichts. Wenn du nicht von Neuem geboren bist, kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Du kannst da nicht hineinkommen. Ja? Wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er auch wiederum in den Leib seiner Mutter gehen oder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete und sprach zu ihm, bist du ein Meister in Israel und weißt das nicht? Also wer neuere Bibeln hat, da steht, bist du der Meister in Israel. Der Meister, der theologische Meister. Ein Meistertheologe steht hier. Entschuldigung, ich schreibe ganz offen, ja, ein Professor Doktor der Theologie. Und zwar ein Bekannter. Ja? Und der kommt zu Jesus bei ein Mensch, der war trotzdem Mensch geblieben. Das ist toll. Ja? Ich meine, der hat einen Doktorgrad und einen Professor und bleibt Mensch. Hallo? Es gibt Menschen, die sagen, der Mensch fängt erst beim Doktor an, habe ich gehört. Ja? Manchmal hört der Mensch beim Doktor auf, aber gut, ist ein anderes Thema. Ja? Aber der kommt zu Jesus bei der Nacht. Das heißt, hier ist also der jüdische Papst aus Jerusalem und Jesus, der Sohn Gottes, die sitzen hier zusammen. Ja? Das ist ein adeliges Treffen, wenn man fast so will, was hier passiert. Und die beiden reden miteinander. Und Jesus sagt zu Nikodemus, du musst von Neuem geboren werden. Und Nikodemus versteht das nicht. Und Jesus sagt, warum weißt du denn nichts davon? Du bist doch der Lehrer Israels. Jetzt ist meine Frage, woher hätte denn Nikodemus davon wissen können, von der Wiedergeburt? Hätte der davon wissen können? Naja, natürlich. Aber woher denn? Na, aus dem Alten Testament. Warum aus dem Alten Testament? Weil das Neue noch nicht geschrieben war. Es gab ja noch kein Neues Testament. Es gab nur den Tanach. Jesus tadelt also Nikodemus als den Lehrer Israels und sagt, du müsstest wissen von der Wiedergeburt. Also muss ja die Wiedergeburt im Alten Testament vorhanden sein, oder? Sonst könnt ihr ihn ja nicht tadeln. Ich bitte euch, Golgatha ist doch auch im Alten Testament vorhanden. Ja? Und wir kennen viele Stellen aus dem Alten Testament für Golgatha. Deswegen sind wir ja Christen. Ja? Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ja, da muss ja die Wiedergeburt im Alten Testament vorhanden sein. Und seit über 30 Jahren frage ich überall, jeden, den ich treffe, und ich kenne ein paar Leute auch so, die an Bibelschulen unterrichten und so, und kenne die auch gut, und sage, du kannst du mir sagen, wo im Alten Testament von der Wiedergeburt die Rede ist? Und alle sagen in Hesekiel. Sag ich, wieso? Naja, in Hesekiel steht, ich will dir ein neues Herz geben und einen neuen Geist. Ja gut, sage ich. Aber Jesus sagt ja mehr. Der sagt ja, du musst ganz neu geboren werden. Ganz neu. Und Nikodemus hat das verstanden. Kann ich wieder in den Leib meiner Mutter zurückgehen?
In Hesekiel gibt es ja nur Herztransplantation, neues Herz, und einen neuen Geist, Geistesgabe. Aber Jesus sagt das ja nicht zu Nikodemus. Jesus sagt zu Nikodemus: Nikodemus, du musst ganz von Neuem geboren werden. Hätte Jesus gesagt: Nikodemus, du brauchst einen neuen Geist und ein neues Herz, dann wäre Nikodemus sofort Hesekiel 11 und Hesekiel 36 eingefallen. Warum? Weil der Mann das ganze Alte Testament auswendig konnte. Ich sage das gerne, da sind wir Stümper gegen. Das sind Theologen, die Gottes Wort auswendig kennen. Das lernen die heute in der Yeshiva, ja, in der Judenschule. Ab 12 Jahren lernen die Texte auswendig. Die Muslime lernen sogar den Koran auswendig. Manche können überhaupt kein Arabisch und lernen den auswendig. Respekt. Ja? Das fehlt uns vielfach. Und deswegen graben wir hier so ein bisschen nach. Und der Punkt ist der, hätte Jesus zu Nikodemus gesagt, du brauchst einen neuen Geist und dann ein neues Herz, hätte Nikodemus gesagt, ja klar, weiß es doch, steht an Hesekiel. Macht Jesus aber nicht. Was macht denn Jesus? Jesus überfordert den Nikodemus, und zwar absichtlich. Weil der Nikodemus kommt und sagt zu Jesus, wir wissen, du bist. Und Jesus sagt, setz dich hin. Wie soll ich das erklären? Wenn du nicht von Neuem geboren wirst, weißt du ja nicht, wer vor dir sitzt. Ja? Du glaubst, ich wäre ein Lehrer von Gott gesandt, weil ich Wunder tue. Aber hier sitzt Gott geoffenbart im Fleisch. Das war Christus. Ja? Das hat Nikodemus nicht verstehen können. Das hat Petrus mal so aufflackernd verstanden, als er sagt, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Da sagt Jesus, das hat er nicht Fleisch und Blut geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel durch seinen Geist. Ja? Und Nikodemus kommt und sagt, wir wissen. Und Jesus sagt, ihr wisst gar nichts. Setz dich hin, hör zu. Das ist so wie draußen der Wind, wie der Wind die Blätter weht. Du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist ein jeglicher, der aus dem Geist geboren ist. Und wenn du nicht von Neuem geboren bist, kannst du das Reich Gottes nicht sehen und du kommst nicht hinein. Ja, das ist heftig. Das heißt also, hier sitzt der Lehrer des Wortes mit dem Eigentümer des Wortes zusammen. Und der Eigentümer des Wortes erklärt dem Lehrer das Wort Gottes. Und der Lehrer versteht das zunächst überhaupt nicht und sagt ja, wenn ich von Neuem geboren werden soll, wie soll denn das gehen? Für mich war nur die Frage die, wenn Jesus Nikodemus das fragt und Nikodemus damit tadelt, dass er es nicht weiß, dann muss es ja im Alten Testament vorhanden sein. Und es gibt nur einen Bibellehrer in den 35 Jahren, den ich getroffen habe, der hat mir Jesaja 66 genannt. Die schauen wir uns nachher noch an, die Stelle. Alle anderen haben von Hesekiel, wenn sie überhaupt geantwortet haben, haben von Hesekiel gesprochen. Ja? Und haben gesagt, in Hesekiel steht, ich will euch, Israel übrigens, nicht der Gemeinde Jesu, ich will euch, Israel, einen neuen Geist und ein neues Herz geben. Und ihr sollt in meinen Regeln wandeln. Das ist das, was Hesekiel sagt. Ja? Ich möchte es gerne noch zu Ende lesen, das Kapitel, weil es einfach wertvoll ist auch. Also Jesus sagt zu Nikodemus, bist du ein Meister in Israel und weißt das nicht? Und dann sagt er, und wie Mose in der Wüste eine Schlange erhöht hat, so muss des Menschensohn erhöht werden. Auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das heißt also, jetzt hat Jesus gerade über Golgatha gesprochen, oder? So wie Mose in der Wüste, Altes Testament, so wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss des Menschensohn erhöht werden. Auf dass alle, die an die Schlange geschaut haben und die auch nach Golgatha glaubend blicken, die sollen alle gerettet werden, alle. Ja? Ein wunderschönes Bild. Aber warum hat Mose denn eine Schlange erhöht? Die Schlange war doch ein Bild der Sünde und des Teufels eigentlich selber, des Bösen im Alten Testament. Naja, weil Christus auf Golgatha zur Sünde wurde, zur personifizierten Sünde wurde. Da hing meine Sünde und euer Sünde hing da auf Golgatha, Schlange. Gott wurde in Christus zur Sünde. Ja? Gott war in Christus und hat die Welt versöhnt mit sich selber, auf Golgatha. Und das ist im Alten Testament ein Bild, was Mose schon durch die Schlange praktisch vorweggenommen hat, dass er eine Schlange in der Wüste aufrichtet. Und Jesus nimmt darauf Bezug und sagt, so wie du im Alten Testament von der Schlange, von der erhöhten Schlange in der Wüste liest, das wird mit dem Menschensohn passieren, dass er, der muss auch erhöht werden, wie diese Schlange, die Mose in der Wüste erhöht hat. Wo denn? Auf Golgatha. Ach so. Das heißt, wir haben jetzt praktisch schon zwei Themen, zwei zentrale Themen, über die Jesus mit Nikodemus spricht.
nämlich die Wiedergeburt und Golgatha. Beides sind nicht irgendwelche Themen, sondern das sind heilsnotwendige Themen. Warum? Naja, ohne Golgatha keine Sündenvergebung. Aber ich muss ja auch selber dran glauben. Ich muss auch glaubend hinschauen auf dieses Golgatha. Ja? Das heißt, dazu gehört die Wiedergeburt ja auch. Was ich damit sagen will, ist, um in den Himmel zu kommen, ich sage es ganz kindlich, ja, um in den Himmel zu kommen, braucht man zwei Dinge. Golgatha, da ist meine Sünde bestraft und gesühnt worden, und mein persönlicher Glaube. Das und mehr braucht man nicht, aber auch nicht weniger. Das würde ja heißen, dass Jesus mit Nikodemus über heilsnotwendige Dinge spricht. Ja, natürlich. Die sprechen nicht über irgendwas. Das ist zentral, worüber er hier spricht, ja. Und das heißt, wenn wir also fragen nach der Wiedergeburt im Alten Testament, ist das keine Sophistelei, sondern eine berechtigte Frage. Warum? Naja, mit derselben Frage fragen wir ja auch, wo Golgatha im Alten Testament steht. Ich zeige euch gleich noch ein paar Stellen. Ja? Das heißt also, diese beiden Themen, die Jesus mit Nikodemus bespricht, waren die Kreuzigung und die Wiedergeburt. Und für die Kreuzigung, erinnert ihr euch, gibt Jesus dem Nikodemus ein Bild, die Schlange, die in der Wüste erhöht wird. Für die Wiedergeburt gibt er eben kein Bild. Und uns bis heute gibt er kein Bild. Bis heute haben wir kein Bild für die Wiedergeburt im Alten Testament. Wir müssen da selber suchen nach. Ja? Wir wissen, die Wiedergeburt ist ein neutestamentliches Thema. 5-mal im Neuen Testament steht von Wiedergeburt. Es gibt sprachwissenschaftliche Ausarbeitungen von Theologen, linguistische Untersuchungen, wie das griechische Wort damals verwendet wurde, wie es in der Bibel verwendet wird. Aber keiner macht einen Bezug ins Alte Testament. Keiner. Ja? Und ich will jetzt nicht prahlen, ich will auch nicht schimpfen. Ich sage das ganz nüchtern und ohne Emotion. Ich staune, dass das niemand tut. Warum macht es keiner? Ja? Das ist alles, was wir im Neuen Testament haben, ist im Alten Testament schon angelegt. Und wir finden natürlich die Kreuzigung auch im Alten Testament. Und ich gucke mal gerade, ich zeige euch mal das, was ich hier euch erzählt habe. Das habe ich hier kurz aufgeschrieben. Wo findet man die Kreuzigung im Alten Testament? Naja, Abraham und Isaak. Wenn Abraham mit Isaak auf den Berg Moria geht. Ja? Das ist ein Bild auf Golgatha, um dort seinen Sohn zu opfern. Das war derselbe Berg, wo Jesus nachher starb. Ja? Das Passahlamm, 2. Mose 12, ist ein Bild auf das Blut Jesu, was zu Passa vergossen wird, ja, für die Sünden der Welt. Der Sündenbock in 3. Mose 6, wo der hohe Priester die Sünden auf den Bock legt, auf den Ziegenbock und den dann in die Wüste schickt und der in der Wüste stirbt, ja, Bild auf die stellvertretende Tragen der Sünde, von alles Altes Testament, ist alles Golgatha, ja. Mose erhöht die eherne Schlange, das haben wir gerade gehabt, ja. Verflucht ist, wer am Holz hängt, 5. Mose 21, Paulus zitiert das in Galater 3. Wer wurde verflucht? Christus. An welchem Holz hing er? An Golgatha. Wo steht es? In 5. Mose. Deswegen bin ich Christ. Ich glaube bei weitem nicht alles. Und ich hoffe, ihr glaubt auch nicht alles. Ja? Wir werden in der Bibel sogar dazu erzogen, nicht alles zu glauben. Wir sollen das alles hinterfragen, was wir glauben. Alles. Und es ist gut. Wir dürfen das hinterfragen. Woran messen wir uns das denn, was wir glauben? Naja, an der Heiligen Schrift. Wir messen das nicht in der Theologie, in der wir erzogen worden sind. Wir messen das auch nicht an diesem oder jenem Exponent, auch nicht an mir und an niemandem. Wir messen das an der Heiligen Schrift. Ja? Deswegen, ich zeige mit dem Finger immer nur auf die Bibel und sage, lest das danach. Und ich versuche das auch, so die Pfade so zu zeigen, wo man da entlang gehen muss. Und dann kann es jeder für sich selber auch finden. Ja? Naja, und dann der Emanuel, Jesaja 7, ja, der dort geboren wird. Der Gottesknecht in Jesaja 53, ja, der sein Leben lässt für die Sünden der Welt. Psalm 22, Leidenspsalm, alle Sünd, Schuld, Schlacht und Speisopfer und so weiter. Das ganze Alte Testament ist voll von Golgatha, voller Golgatha. Deswegen sind wir Christen und keine Juden. Ja? Jetzt ist das Alte Testament aber auch voll von Wiedergeburt. Und wir müssten eigentlich fragen, wo finden wir die Wiedergeburt und wie? Wir machen jetzt im Prinzip, also wir haben zwei Stränge. Wir haben Golgatha und wir haben die Wiedergeburt. Das sind die beiden Themen. Und für Golgatha haben wir gerade ganz viele, viele Bibelstellen gesehen im Alten Testament. Und die kennt ihr auch alle, ja? Das ist Marschgepäck für uns. Jetzt machen wir dasselbe, was wir mit Golgatha machen, exegetisch, machen wir jetzt mit der Wiedergeburt und gehen dasselbe Gleis, gehen wir ins Alte Testament, ja? Das läuft parallel. Für Golgatha finden wir Bilder, aber wir finden Golgatha nicht wörtlich im Alten Testament. Wenn wir eine Konkordanz nehmen und suchen Golgatha, finden wir das nur im Neuen Testament. Ja?
Aber wir haben ganz viele Bilder im Alten Testament. Mose mit der Schlange in der Wüste, die ganzen Opfervorschriften, Bilder. Das heißt, Golgatha ist bildhaft im Alten Testament vorhergedeutet. Dann gehen wir davon aus, wenn das so ist, dann sagen wir, okay, dann könnte die Wiedergeburt auch bildhaft im Alten Testament vorhergedeutet sein. Ja, natürlich. Welches Bild sollten wir denn da erwarten? Naja, ein Bild von Wehen, von Schwangerschaft, von Geburt, von Geburtswehen. Das sollten wir erwarten für Wiedergeburt im Alten Testament. Ja? Und das würde bedeuten, dass wir nach diesen Bildern suchen müssten. Und dann kommen wir zu 2. Könige 19. Das ist ein Tag der Not, des Scheltens und des Lästerns. Die Kinder sind gekommen an die Geburt und können nicht geboren werden. Da kommen wir gleich wieder drauf. Ja? Aber das ist der Gedanke. Ich mache also das, was wir mit Golgatha machen, das mache ich genauso mit der Wiedergeburt. Ja? Und es ist wie zwei Stränge vom selben Gleis. Die gehen wir ins Alte Testament. Und beides ist zu finden. Wenn ich Leute danach gefragt habe, dann sagen die mir alle, ja, das steht in Hesekiel 11, Vers 19. Ich will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in sie geben und will das steinerne Herz wegnehmen aus ihrem Leib und ihnen ein fleischernes Herz geben, damit sie in meinen Geboten wandeln und meine Ordnungen halten und danach tun. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Hesekiel 11 und dasselbe nochmal in Hesekiel 36. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben, will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und so weiter. Will solche Leute aus euch machen. Das heißt, wir sind hier in der Chirurgie, Herzchirurgie. Ja? Wir wollen aber in den Kreissaal. Ja? Wir wollen ganz woanders hin. Das ist ein anderes Stockwerk, vielleicht auch ein anderer Bau im Krankenhaus. Ja? Wir sind hier in der Herzchirurgie. Hier wird hier ist Herztransplantation angedeutet. Aber Jesus sagt ja, du musst ganz neu geboren werden, nicht nur dein Herz, alles muss neu werden. Ja? Das ist die Bibelstelle, wo ich euch eben von erzählt und berichtet habe. Das heißt, diese beiden Bibelstellen, die reden von Herztransplantation und Gabe des Geistes, aber nicht von Geburt. Wir suchen aber etwas anderes. Wir suchen Bilder auf die Wiedergeburt in Form von Geburt. Sarah, die Frau von Abraham, ja, hat im hohen Alter ein Kind geboren, ist ein Bild auf uns. Wer sagt es? Paulus im Galater 4. Wir sind wie Ismael, Kinder der Verheißung. Ach so, dann hat also die Sarah ein Kind geboren im hohen Alter, was überhaupt niemand mehr erwartet hat. Und das ist Ismael. Entschuldigung, ich habe Ismael gesagt. Ne? Isaak, ja? Und Isaak ist ein Bild für uns? Ja, natürlich. Ja, das würde ja bedeuten, dass die Sarah ein Vorbild ist für das himmlische Jerusalem. Genau. Da hätten wir ein Bild für Wiedergeburt. Ja, natürlich. Ach, jetzt haben wir schon 2, 3 Bilder, ja? Und das wird immer mehr. Diese Bilder, die wir im Alten Testament finden, haben alle immer wieder zu tun mit dem Thema Wiedergeburt. Und wir sehen nachher noch auch speziell mit dem Thema Zion und Jerusalem, ja? Also wir haben diese Stellen in Hesekiel 11 und 36. Aber hätte Jesus zu Nikodemus gesagt, du musst ein neues Herz oder einen neuen Geist haben, dann hätte Nikodemus das sofort irgendwo mit Hesekiel in Verbindung gebracht. Aber Jesus tut das nicht, er sagt vielmehr, du musst ganz von Neuem geboren werden. Das war die Aussage von Jesus. Und er macht das bewusst, um Nikodemus zu überfordern. Weil Nikodemus kommt und sagt, wir wissen. Und Jesus sagt, wenn du sagst, du weißt, dann lass uns über mein Wort reden. Dann fordert er ihn. Und dann sagt er, du musst von Neuem geboren werden. Warum weißt du das nicht? Stellt euch vor, da sitzt ein 30-jähriger Zimmermann, und er redet mit dem Theologen, also mit dem hochkarätigen Theologen in Jerusalem, mit dem Lehrer Israels, und der tadelt den. Es gibt davon ist ja nicht so richtig freundlich von ihm eigentlich, ja? Ja? Und das war ja auch hart für den Nikodemus. Ich bin überzeugt, er ist nach Hause gegangen und hat gesagt, also so ein Gespräch habe ich ja noch nie geführt. Und der hat ja erstmal nur Bahnhof verstanden, ja? Und wir, wenn wir Johannes 3 lesen, wissen ja natürlich, dass Jesus auf Golgatha, also auf gekreuzigt wurde, weiß doch jeder. Aber der Nikodemus wusste das damals nicht. Ja? Der hat wahrscheinlich monatelang darüber nachgedacht. Und als er auf Golgatha steht und sieht, wie Jesus gekreuzigt wird, da schaut er nach Golgatha und sagt, jetzt ist er erhöht. Boah, das ist wie ein Blitz durch ihn gegangen. Jetzt ist er erhöht. Das ist die Erfüllung von der Mose-Geschichte, wo Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat.
Versteht ihr, was das für ein Glauben bedeutet hat? Der Mann steht auf Golgatha, die Römer haben Jesus gerade gelyncht und der bringt es in Verbindung mit der Mose-Geschichte aus dem Alten Testament, wo Mose in der Wüste eine Schlange erhöht. Wisst ihr, wie weit dieser Assoziationsbogen da ist? Da braucht man Gottes Geist zu, sonst kann man das nicht machen. Ja? Und diesen, Entschuldigung, Assoziationsbogen, den nehmen wir auch, wenn wir über neutestamentliche Wiedergeburt reden, dann gucken wir im Alten Testament, wo Geburt und Geburtswehen sind und die finden wir immer in Verbindung mit Jerusalem. Ja? Das ist der Gedanke dahinter. Bibelstellen im Alten Testament. Jeremia 4, 15. Wer das aufschlagen will, könnt auch gerne mitblättern. Ich habe es aber auch hier. Horch, es kommt ein Geschrei von Dan her. Dan war ein nördlicher Stamm in Israel. Und eine böse Botschaft vom Gebirge Ephraim. Die Babylonier kommen. Eben haben wir die Assyrer gehabt, 702 vor Christus. Jetzt sind wir 605 vor Christus hier. Ja? Das ist Jeremia, 605 vor Christus. Also gut, knapp 100 Jahre später. Die Babylonier kommen. Horch, es kommt ein Geschrei von Dan her und eine böse Botschaft vom Gebirge Ephraim von Norden. Sagt an den Völkern, verkündet in Jerusalem, Belagerer kommen aus fernen Landen und erheben Kriegsgeschrei gegen die Städte Judas. Sie werden sich um Jerusalem herlagern wie die Wächter auf dem Felde, denn es hat mich erzürnt, spricht der Herr. Denn ich, dann weiter unten, denn ich höre ein Geschrei wie von einer Gebärenden, Angstrufe wie von einer, die in ersten Kindsnöten ist, ein Geschrei der Tochter Zion, die da keucht und die Hände ausbreitet. Ach, weh mir, ich muss vergehen vor den Bürgern. Aha, Geburtswehen. Jerusalem kommt in Wehen, wenn ein Heer anrückt. Das ist das Bild, was wir suchen. Aber was hat das denn nachher mit uns zu tun? Und warum mit Jerusalem? Warum kommen diese Bilder immer mit in Verbindung mit Zion? Ja, das ist die Frage. Weiter hinten in Jeremia 30, Vers 6. Da wird es noch verrückter, ja? Gut, für heute ist es nicht mehr verrückt, ja? Forscht doch und seht, ob Männer gebären. Heute geht es alles scheinbar, ja? Wie kommt es denn, dass ich, damals war das aber also vollkommen ungewöhnlich, ja? Also auch so eine Stelle, wo man stolpern soll drüber, ja? Forscht doch und seht, ob dort Männer gebären. Wie kommt es denn, dass ich sehe, wie alle Männer ihre Hände an die Hüften halten, wie Frauen in Kindsnöten und alle Angesichter so bleich sind? Als kriege ich schon Männerkinder. Als ob Gott sagt, hallo, hört zu, denkt nach, was ich hier sage, überlegt das, was soll das denn, was sind das für erstaunliche Aussagen, ja? Die Kinder sind gekommen an die Geburt, es ist keine Kraft dazu gebären. Warum war denn da keine Kraft? Warum kommen die Kinder denn an die Geburt? Warum spricht denn hier Jeremia davon, wenn die Babylonier kommen, dass jetzt sogar Männer und auch in Jerusalem auch Zion schreit wie eine Gebärende, wie eine, die im ersten Kindsnöten ist? Naja, die Bibel, die vergleicht die Angst derer, die in Jerusalem eingeschlossen sind, vergleicht die Bibel mit Wehen. Ja? Das heißt, die Bevölkerung wird in der Stadt zusammengedrängt, wird belagert und die Tochter Zion kommt in Wehen, deswegen, weil die Bevölkerung Todesangst hat. Die schreien zu Gott um Hilfe. Das sind die Wehen Zions. Und das ist das alttestamentliche Bild, was wir haben. Und das hat Jesus von Nikodemus abgefragt. Und das konnte Nikodemus nicht beantworten. Aber ihr könnt das jetzt beantworten. Das heißt, wir sind ja auf einer ganz spannenden Spur eigentlich, wenn man dem nachdenkt. Ja? Sogar jetzt Männer, wo Gott sagt, können Männer gebären? Auf keinen Fall können Männer gebären. Aber wie sehe ich denn alle Männer mit Händen auf ihren Hüften, wie Frauen in Kindsnöten und alle Angesichter so bleich? Warum? Weil Zion in Geburtswehen ist. Warum? Weil die Babylonier anrücken. Also noch ein Bild der Geburt. Wieder in Verbindung mit Jerusalem. Micha 4, Vers 9. Warum schreist du denn jetzt so laut? Ist der König nicht bei dir? In Klammern Jerusalem. Oder sind deine Ratgeber alle hinweg, dass dich also das Weh angekommen ist wie eine in Kindsnöten? Leide doch solches Weh und kreise, du Tochter Zion, wie eine in Kindsnöten. Kreise, Kreissaal, ja? Kreissaal ist nicht rund. Ist ein altes Wort für Schreien, ja, Schreisaal. Und Kreisen ist hier, ich habe die alte Lutherbibel hier, ja, leide doch solch weh und schreie, du Tochter Zion, wie einen in Kindsnöten. Hast du schon wieder Jerusalem in Kindsnöten? Die Tochter Zion kommt in Wehen? Ja, offensichtlich, ja. Und dann gibt es noch weitere Stellen, Micha 5, Vers 3, direkt das Kapitel danach. Das sind so Verse, die man zu Weihnachten oft liest, ja.
Micha 5 von Vers 1, das sind so ganz bekannte Stellen. Wenn ihr Weihnachten in der Kirche seid, liest man die immer. Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, welches Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Bethlehem, Krippe, Jesus wird geboren, Weihnachten, Weihnachtsfeier. Ja? Das hört er demnächst wieder in der Kirche. Und dann denkt er immer dran und sagt, ja komm, lies bis Vers 3. Da geht's noch weiter, wird's spannend erst. Ja? Weil dann steht hier, indes lässt er sie plagen bis auf die Zeit, dass die so gebären soll, geboren habe. Das heißt also, da soll jemand gebären und da soll jemand so lange geplagt werden mit Belagerung, bis jemand geboren hat. Wer denn? Zion. Ach so, das würde dann heißen, dass also Micha davon spricht, dass Jerusalem noch gebären soll, dass Jerusalem nicht nur Wehen hat, sondern auch gebären wird. Ja. Ja, aber ist das schon mal passiert? Ja und nein. Zu Pfingsten hat Jerusalem ja schon mal Geburtswehen gehabt. Oder ich muss anders sagen. Zu Pfingsten hat Jerusalem schon mal geboren, Wiedergeburt erlebt. Ja? War Jerusalem da belagert von einem Heer? Nein. Die Römer waren im Land, aber es war kein aktuelles Kriegsgeschehen da. Es gab keine Belagerung der Stadt. Ja? Pax Augustana heißt es, glaube ich. Ja? Das heißt also, die Stadt Jerusalem hat geboren, hat Wiedergeburt erlebt, ohne dass sie Wehen hatte. Ja. Kann eine Frau Kinder gebären, ohne dass sie Wehen bekommt? Also soweit ich weiß, nicht. Ich bin nicht von der fraulichen Fraktion, das wissen die Damen besser, ja. Aber soweit ich weiß, gibt's das nicht. Es kommen immer erst die Wehen und dann kommt die Geburt. Ja? Das würde ja bedeuten, dass Jerusalem geboren hat, dass Zion geboren hat, Zion Geburt erlebt hat, ohne dass sie Wehen hatte. Ja. Steht das mal in der Bibel? Ja, das steht in Jesaja 66. Ja. Kann auch ein Land oder ein Volk geboren werden, ehe denn es die Wehen hat? So hat denn doch Zion geboren, ehe denn es Wehen hatte. Sie ist genesen eines Knaben, ehe denn ihr Kindsnot kommt. Wann denn? Zu Pfingsten. Ihr versteht jetzt das Bild. Zion hat zu Pfingsten Geburt erlebt, ohne Wehen gehabt zu haben, weil sie nicht belagert war. Das heißt dann aber, dass Jesaja 66 von Pfingsten schreibt. Und das ist Prophetie. Natürlich. In der Bibel. Das heißt, Pfingsten ist in Jesaja schon beschrieben? Natürlich. Und noch viel mehr. Das heißt also, wir haben hier in Micha 5 zum Beispiel eine der Stellen, wo steht, indes lässt er Zion so lange belagern, bis auf die Zeit, dass Zion, was gebären soll, auch geboren hat. Wann kommt das denn? Ich spoilere jetzt wieder ein bisschen, ja? Das kommt in der Endzeit. Das kommt alles noch. Jesus sagt, dass alles, also er sagt, es wird kommen teure Zeit und Erdbeben und Seuchen und viele besorgniserregende Dinge. Das alles ist der Anfang der Wehen. Aha. Ja, also Jesus redet auch von Wehen für die Endzeit, ja. Wen meint er denn damit? Naja, sagen die Theologen, die Wehen des Messias, die Geburtswehen des Messias. Das hört er immer wieder auch, ja. Ich sage, ihr Lieben, das ist Talmud. Das ist nicht Bibel, das ist jüdische Auslegung, ohne Gottes Geist, ohne Neues Testament. Das ist Nikodemus, bevor er wiedergeboren wurde, bestenfalls. Ja? Die Geburtswehen des Messias ist eine talmudisch-zionistische Aussage, aber keine biblische Aussage. Was wir aber hier finden in dem Alten Testament, da sind die Stellen, die wir suchen. Und da geht es um Geburt und immer in Verbindung mit Zion. Und Zion hatte schon geboren vor 2000 Jahren. Und Jesus sagt, es wird nochmal Kriege und Kriegsgeschrei kommen. Warum? Weil Jerusalem belagert wird. Und das ist der Anfang der Wehen. Und dann wird Jerusalem am Ende der Zeit nochmal gebären. Ja gut, dann hätte man ja Wiedergeburt Jerusalems zu Pfingsten. Und in der Endzeit, genau. Da hätte man ja hier einen Ölbaum und hier einen Ölbaum. Ja, und dazwischen seid ihr als Leuchter in der Welt. Ja, dann hätten wir ja Sacharja. Naja, mehr sage ich ja nicht. Da schließt sich der Kreis. Ja, ich habe es ein bisschen abgekürzt. Nur, dass ihr den Gedanken versteht, ja.
Das heißt, Jesus spricht für die Endzeit von wen? Paulus spricht für die Endzeit von wen? Schauen wir uns gleich noch an. Petrus spricht von wen? Das heißt, das ganze Neue Testament, pardon, das ganze Neue Testament spricht von wen? Und die Ausleger sagen, das sind die Wehen des Messias. Und ich sage, jetzt sage ich jetzt aber nur unter uns, ja? Ihr legt die Bibel aus wie der Nikodemus, bevor er wiedergeboren wurde. Ihr könnt doch um Himmels Willen nicht den Talmud nehmen, um die Bibel auszulegen. Ihr müsst das Neue Testament nehmen, um die Bibel auszulegen. Ihr braucht das Neue Testament, um das Alte auszulegen, und ihr braucht das Alte, um das Neue zu verstehen. Das ist das, was wir Christen tun, ja? Und da wird man eigentlich Gott untreu und legt dann Dinge in die Bibel rein, die Bibel so nicht kennt. Ja? Okay, also alle diese Bibelstellen, und da gibt es viele, viele mehr, ich zeige euch nur eine Auswahl, die haben alle, stehen alle in Verbindung mit Jerusalem und dessen Belagerung durch ein ausländisches Heer. Und die Angst der Bürger von Jerusalem während der Belagerung, die wird mit Geburtswehen verglichen. Das ist ein Bild, ein prophetisches Bild. Ja? Auch zweite Könige gehört dazu. Hiskia sagt, das ist ein Tag der Not, der Strafe und Schmach, wie wenn Kinder eben geboren werden sollen, aber die Kraft fehlt zu gebären. Warum fehlte denn im Jahr 702 vor Christus die Kraft, um zu gebären? Weil Gottes Geist noch nicht ausgegossen war. Wann wurde Gottes Geist denn ausgegossen? Naja, zu Pfingsten. Aber das war 732 Jahre später. Das heißt, zu der Zeit, als das hier geschieht und als Hiskia redet wie ein Prophet, da war Gottes Geist ja noch nicht ausgegossen. Deswegen war noch gar keine Kraft da, um zu gebären. Die Kraft des Geistes kam erst später. Jetzt verstehen wir langsam, was der hier meint. So eine Antwort hätte ich mir vom Rabbiner erwartet. Oder vielleicht vom evangelikalen Theologen. Aber ich höre das nirgendwo. Ja? Ich höre das nirgendwo. Aber wir können jetzt diese Stelle hier verstehen. Das ist ein Tag der Not für Jerusalem. Das wird sich wiederholen. Das wird kommen, weil das Verheißungen sind für Zion. Und Jerusalem wird nochmal in diese Not kommen. Ein Tag der Strafe und der Schmach, wie wenn Kinder eben geboren werden sollen, aber die Kraft fehlt, sie zu gebären. Im Jahr 702 vor Christus war der Geist Gottes noch nicht ausgegossen. Frage, wenn Jerusalem heute belagert werden würde, wäre dann Kraft dazu gebären? Ja. Warum? Naja, weil der Geist Gottes seit 2000 Jahren ausgegossen ist. Also wenn Jerusalem heute so belagert werden würde, dann könnte ja Jerusalem heute zum Glauben an Jesus kommen, dann könnte die Tochter Zion ja in Wehen kommen und gebären. Naja, natürlich. Und das jederzeit? Jederzeit. Sobald Zeit dafür ist. Sobald Zeit für dieses Ereignis ist. Ja gut, aber das würde dann ja bedeuten, um diese Prophetie aus 2. Könige 19 eintreten zu lassen, da bräuchten wir ja einen Staat Israel. Genau. Und wir bräuchten eine Hauptstadt Jerusalem. Genau. Ja gut, aber dann müsste Jerusalem ja auch, dann müsste Israel ja erobert und Jerusalem belagert werden. Genau. Das alles, was wir bräuchten, um diese Prophetie in Erfüllung gehen zu lassen, haben wir ja seit 75 Jahren. Der Staat Israel ist ja gegründet seit der Zeit. Alle umliegenden Staaten sind Nachkriegsgeburten. Ja, schlechtes Wort in dem Zusammenhang. Aber diese Staaten, Ägypten, Syrien, Kuwait, ich glaube sogar die Türkei, die sind alle so in den 1948, 49er Jahren entstanden. Also 49 Bundesrepublik, 48 Israel und 49, 1949 auch Syrien. Und das ist alles neu geordnet worden da unten durch die Engländer. Ja? Das heißt, wir haben ja einen Staat Israel. Ja gut, dann wären wir auf dem Weg dahin, das glaube ich schon. Jetzt hätten wir ein Ereignis. Jetzt könnten wir die Zeichen der Zeit beurteilen. Also stellt euch vor, jetzt die ganze Sache mit Israel da unten würde jetzt noch ein bisschen kritischer werden alles und vielleicht greifen noch andere, was ich nicht erwarte, aber nur um so ein Bild zu zeichnen für euch, ja? Da greifen noch andere Staaten ein und die erobern Israel und belagern Jerusalem. Und in Jerusalem bleiben nur ganz wenige übrig. Also die Araber werden die Stadt Jerusalem auf jeden Fall verlassen. Die sind ja nicht dumm und lassen sich in Jerusalem belagern. Die nehmen ihre Wasserpfeifen, ihre Teppiche und dann gehen die alle heim. Ja? Die christlichen Missionare gehen auch alle heim. Die werden von den Missionsgesellschaften alle nach Hause gerufen. Das passiert jetzt ja auch. Ja? Das heißt, die gehen auch heim. Die reichen Juden, die mit ihren Learjets in Tel Aviv stehen, die fliegen alle nach Boston zurück. Ich kenne solche Leute auch. Ja? Also der fliegt, ich habe jemanden, der fliegt jedes Wochenende dann nach Jerusalem.
die fliegen alle auch weg aus Jerusalem. Da bleibt nur eine ganz kleine, ein ganz kleiner Überrest bleibt in Jerusalem übrig. Und die werden belagert. Und die rufen zu Gott um Hilfe. Und auf die gießt Gott seinen Geist aus. Und dann glauben die an Jeschua, an Jesus. Und dann ist die Stadt Jerusalem zum Glauben an Jesus gekommen. Dann ist die Stadt Jerusalem wiedergeboren worden. Dann hat Zion geboren. Und die Welt wird das nicht verstehen. Ja? Warum? Weil die Welt die Bibel nicht kennt. Und eine verweltlichte Christenheit kennt die Bibel auch nicht. Und die können diese Zeichen der Zeit nicht einordnen, weil die da noch nie was von gehört haben. Und ich stelle mir das so vor, ich habe das öfters immer mal so gesagt, also ich stelle mir das so vor, dass in den Nachrichten dann abends in ARD und ZDF der Nachrichtensprecher sagt, also in den Kriegswirren in Israel und in der extremen Belagerung in Jerusalem, die gar nicht so lange angedauert hat, ja, weil es geht ja schnell, steht da, kaum in Wehen, schon hat sie geboren, gab es eine religiöse Rückbesinnung in der Stadt Jerusalem und orthodoxe Juden glauben jetzt an Jesus, dass der Messias war. Das Wetter. Ja? Ja, so, wie es immer so ist in den Nachrichten, das wird dann gemeldet und das wird auch niemand verstehen. Ja gut, die sind alle ein bisschen gaga im Nahen Osten. Ja, die machen mal Hühn, mal Hot, der eine so und der andere so und ist alles ein bisschen verrückt da unten. Wie wird denn das Wetter morgen? Ja, und so stelle ich mir das vor, dass dann Zion gebiert, aber nur die, die ihre Bibel kennen, die wissen davon und die können das auch einordnen. Und dann beurteilen wir die Zeichen der Zeit. Das ist der Gedanke dahinter. Ja? Wenn wir von dieser Wiedergeburt Jerusalems wissen, dann gibt es viele Bibelstellen im Neuen Testament, die man plötzlich im ganz anderen Zusammenhang liest. Als ich das finden durfte in der Bibel, und das gehört für mich zum Wichtigsten, neben und nach Golgatha, habe ich meine Bibel ganz anders gelesen. Weil es überall immer wieder auftaucht und überall leuchtet es auf im Text. Ja? Überall macht es pling. Ist wie beim Stricken, wenn man mal die ersten Maschen aufgenommen hat, dann geht es leichter. Ja? So habe ich den Eindruck, ich stricke nicht gerne, ja, und nicht viel. Ich weiß nicht, wie das geht, aber bei meiner Frau denke ich das so. Ja? Die ersten Maschen muss man, und dann, wenn das läuft, dann läuft es auch. Ja? Und so ist hier eigentlich auch. Ja? Also Matthäus sagt hier, ihr werdet hören, Jesus sagt hier, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei oder Kriegsgerüchten, seht zu und erschrecket nicht. Man meint fast, dass er das auf Jerusalem bezieht, oder? Seht zu und erschreckt nicht, denn das muss so geschehen, aber es ist noch nicht das Ende da. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich wieder das andere und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles ist der Anfang der Wehen. Achso, Jesus spricht auch von Wehen, genau. Das ist ja erstaunlich. Meint er da die Wehen des Messias? Ich glaube nicht. Paulus spricht auch von Wehen. In einer ganz erstaunlichen Stelle, 1. Thessalonicher 5, denn wenn sie werden sagen, es ist Friede, es hat keine Gefahr, so wird sie das Verderben schnell überfallen, gleich wie der Schmerz ein schwangeres Weib oder eine schwangere Frau und sie werden nicht entfliehen. Meine Frage war da, Wieso sind denn Wehen Verderben? Wehen tun weh, deswegen heißen sie ja so, ja. Aber sie sind ja kein Verderben, sie kündigen ja die Geburt eines Kindes an, ein freudiges Ereignis. Warum schreibt Paulus denn, dass hier jemand mitten im Frieden plötzlich in ein Verderben, das Verderben sie überfällt, wie der Schmerz eine schwangere Frau, wie die Wehen ein schwangeres Weib? Wieso schreibt er davon? Weil der im Hinterkopf hat, dass die Tochter Zion mitten im Frieden plötzlich überfallen wird und in Wehen kommt und gebiert. Und dann noch Dinge passieren, wo ich glaube, das greife ich auch ein bisschen vor, dass der Antichrist in diese Stadt Jerusalem einbricht und eines Tages alle, die dort an Jesus glauben, tötet. Und da wird niemand übrig bleiben. Wie der Fuchs im Hühnerstall stürmt der nach Jerusalem rein und bringt die alle um. Und das meint Paulus damit, mit dem letzten Satz, sie werden nicht entfliehen. Keiner wird da entfliehen. Da bleibt ein Überrest in der Wüste übrig. Aber das sprengt unseren Rahmen. Nur, dass wir ungefähr verstehen, was hier, wie viel in diesem Vers eigentlich drinsteckt, der oft so oberflächlich gelesen wird und oberflächlich ausgelegt wird. Was ich damit sagen will, ist nur, dass Paulus hier auch von Schmerz oder, das ist meine alte Luther, ja, von Wehen schreibt. Wenn er Elberfelder Bibel hat, da steht wahrscheinlich dann Wehen, ja, Geburtswehen. Odinai heißt es, glaube ich, im Griechischen, ja. Das heißt also, Jesus spricht von Wehen, Paulus spricht von Wehen. Und er spricht nochmal
an einer ganz anderen Stelle auch von dem Thema einer unzeitigen Geburt. Hier geht es um die Auferstehung. Jesus ist auferstanden. Und jetzt schreibt Paulus zur Auferstehung, denn als erstes habe ich euch mit weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift übrigens, nach dem Alten Testament. Steht alles im Alten Testament. Ja? Mose in der Wüste die Schlange erhöht. Ja? Dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach der Schrift. Altes Testament, auch im Alten Testament, ja. Und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal. Die Auferstehung ist eine Tatsache, sagt er. Das ist leibliche Auferstehung, ja. Die sind Zeugen, von denen die meisten heute noch leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Am letzten nach allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Ja, wieso war das denn eine unzeitige Geburt? Scofield schreibt, eine Frühgeburt. Paulus sagt, ich bin aber nach allen anderen habe ich den auferstandenen Jesus gesehen. Dann ist er eigentlich eine Spätgeburt. Was meinen denn? Die Theologen sagen, Paulus hat sich als Missgeburt verstanden, weil Paulus sich nicht als richtigen Apostel eingestuft hat, weil er hat ja Jesus nicht gesehen bei Leibesleben. Da sage ich um Himmels Willen, ihr Theologen, ihr könnt doch nicht den Völkerapostel der Welt, der den größten Teil des Neuen Testaments geschrieben hat, als geistliche Missgeburt beschreiben. Hallo? Ja? Das ist, als ob ein Klempner sagt, meine Wasserpumpenzange hat noch nie funktioniert. Ja? Das liegt am Klempner. Ja? Liegt nicht an der Zange. Wie können denn Theologen hergehen und sagen, Paulus hat sich als Missgeburt verstanden. Paulus war keine Missgeburt. Ja? Paulus meint hier etwas anderes. Paulus wusste, dass der erste Zeitpunkt der verheißenen Geburt Zions zu Pfingsten war. Aber da war Paulus ja noch Jude. Da hat er die Gemeinde Jesu noch verfolgt. Ja? Und er wusste auch, das können wir aus 1. Thessalonicher 5 sehen, wenn man da ein bisschen einsteigt, er wusste, dass es noch einen zweiten Erfüllungszeitpunkt gibt, dass Jerusalem nochmal in Wehen kommt und belagert werden wird und zum Glauben an Jesus kommt. Das heißt, er wurde zwischen diesen beiden Punkten wiedergeboren. Und deswegen ist er eine unzeitige Geburt. Ja? Das heißt, das war ja eigentlich die Zeit, wo alle zur Wiedergeburt kommen sollten. Wieso sagt Paulus denn, ich bin eine unzeitige Geburt? Aber sagt er, eigentlich ist er in Bezug auf Pfingsten ist er zu spät geboren. Ein paar Monate oder ein paar Jahre, ja? Und in Bezug auf die endzeitliche Wiedergeburt ist er zu früh geboren. Also irgendwo zwischendrin, also zur falschen Zeit. Aber er ist keine Missgeburt. Er ist keine Missgeburt. Aber weil wir das Bild von Geburt, von Wiedergeburt, von Zion und die Verheißungen, die Jesus an die Jünger gibt, das kennen wir jetzt alles. Deswegen können wir jetzt solche Stellen plötzlich einordnen. Und das finde ich was Großes. Das ist für mich eine Plausibilisierung und eine Bestätigung und eine Bekräftigung. Und das gehört sich so. Man kann das nicht nur einfach behaupten. Das muss man ja beweisen. Ja? Und ich sage gerne, wir haben früher Gutachten geschrieben bei der Bank, halt für große Immobilien. Das kann man nicht einfach so schreiben, das Ding ist so und so viel Millionen wert. Das muss man begründen. Und man muss auch begründen, warum man das so sieht. Warum man die Miete so ansetzt. Ja? Frankfurt 85,60 Euro pro Quadratmeter, weil das Nachbargebäude halt 86 hat, liegt aber näher an der S-Bahn. Ja? Die Grundrisse sind besser geschnitten, die sind effektiver, weniger Quadratmeter pro Arbeitsplatz sind da notwendig, die Immobilie ist effektiver, deswegen kann man da mehr Miete nehmen. Ja? Und alle diese, das muss man schreiben, man muss das begründen. Und da muss man schreiben, das Ergebnis hat eine bestimmte Fehleranfälligkeit. Ich würde sagen, dass dieser Wert von 135 Millionen Euro auch noch 15 Millionen rauf und runter gehen kann, weil noch Unterlagen fehlen. Die müssen noch nachgeliefert werden, weil noch im Boden Verschmutzungen sind, Kontaminationen. Da muss geklärt werden, was das kostet, um das zu entsorgen. Lauter solches Zeugs müssen Sie schreiben. Und wenn Sie das nicht tun, machen die Käufer der Immobilie oder die Verkäufer, machen Sie haftbar für das, was Sie dahin geschrieben haben, weil Sie das ja unterschreiben. Sie müssen das unterschreiben. Und da haften Sie für. Und die Versicherung, kein Problem, man ist ja Versicherer als Sachverständiger, gell? Die Versicherung zahlt das nur einmal. Und wenn Sie dann eine andere Versicherung brauchen, weil die Versicherung schmeißt Sie danach raus, ja, die wird Sie nicht weiter versichern. Wenn Sie dann eine andere Versicherung brauchen, dann sagt die Versicherung, haben Sie Vorschäden? Ja, nur 135 Millionen, das war aber nur der Klacks, ja. Da kriegen Sie keine Versicherung mehr, sind Sie pleite. Ja, einmal geht das. Ich will damit nur sagen, so habe ich gelernt zu arbeiten. Und wir haben gelernt zu schreiben, was wir untersucht haben und was wir nicht untersucht haben. Wir haben das Gutachten nur geschrieben zur Haftungsminimierung. Der Kunde will nur die Zahl. Mit der Zahl geht er zur Bank und holt seinen Kredit ab. Die Gutachter schreiben ein Gutachten nur zur Haftungsminimierung.
Ja? Wir kommen auf den Wert, weil wir haben das nicht angesetzt, weil es fehlen noch die und die Unterlagen. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand und nicht in Zukunft, zum gegenwärtigen Stichtag. Das Gutachten darf nur für die Finanzierung verwendet werden und nicht von Dritten für Verkäufe. Dafür haften wir nicht, da schließen wir. Ja, so muss man arbeiten. Und Entschuldigung, so muss man auch an Gottes Wort arbeiten, oder? Also ich würde mir wünschen, dass jeder Theologe vorher Maschinenbau studiert haben muss. Wisst ihr warum? Ist das so? Weil die Maschine, stellt euch vor, ihr baut einen Mercedes, einen Vater mit nach Schweden und wollt gucken, ob der umkippt, wenn ein Elch kommt. Und dann fällt der um. Das ist die Not der Ingenieure. Die müssen halt mit den Gesetzen der Schöpfung, müssen die irgendwie umgehen und die dürfen erst heim, wenn ihre Arbeit funktioniert. Ja? Und in der Mathematik, Zahlen sind grausam. Das Ergebnis hat nur zwei Möglichkeiten. Ist es richtig oder falsch? Ja? Die Juristen sagen, Juris non calculat. Der Jurist rechnet nicht. Warum? Ja, weil er sich dann immer rauslavieren kann. Aber wenn ihr eine Zahl geschrieben habt, dann steht die da und die steht im Kopf, die brennt sich ein bei allen, die damit zu tun haben. Die kriegt ihr nie wieder raus. Ja? Und diese Exaktheit und diese Erfahrung zu scheitern, eine gute Idee gehabt zu haben vermeintlich und die scheitert nachher, weil die an den Naturgesetzen scheitert oder und ich muss das nacharbeiten, ich muss das nachpflegen, ich hafte dafür, ich muss dafür garantieren. Das, wir reden unter uns, gell? Das fehlt mir bei Theologen. Diese Sorgfalt fehlt mir da. Und das kann man in der Theologie und in allen Geisteswissenschaften, kann man alles Mögliche behaupten. Ist nur eine Frage, ob es funktioniert. Ja? Aber ich finde das schön, dass die Bibel das aushält, wenn man hier tiefer geht und den Lackmustest macht. Das hält Gottes Wort aus. Warum? Ja, weil das Gottes Wort ist. Das ist wahr. Das Wort Gottes ist wahr. Ja? Also wir kommen zum Schluss. Wir dürfen also festhalten, an vielen Stellen im Alten Testament finden wir prophetische Aussagen dazu, dass Jerusalem durch ein ausländisches Heer angegriffen wird und so in Angst und Schrecken, also gleichsam in Geburtswehen kommt. Zion kommt in Geburtswehen. Das haben wir oft dreimal. Wir haben jetzt nur zwei Sachen angeguckt, Babylon und Assyrien. Es gibt noch ein drittes Mal, lassen wir jetzt weg. Ja? Dass die Bewohner Jerusalems während der Belagerung mit Frauen in Kindsnöten verglichen werden. Dass Jerusalem gebären soll und gebären wird. Ja? Das haben wir als Aussagen jetzt gefunden im Alten Testament. Und das hat der Paulus als Völkerapostel verstanden und auch als sein Evangelium den Heiden gepredigt. Hat Jerusalem schon geboren? Ja, zu Pfingsten. Apostelgeschichte 2. Ja? Hat die Tochter Zion damals geboren, ohne Wehen gehabt zu haben? Ja. Wer hat solches je gehört? Wer hat solches je gesehen? Wir. Wann denn? Zu Pfingsten. Jedes Jahr, wenn wir Pfingsten feiern, hören wir davon. Aber man muss die Punkte verbinden. Ja? Und ich sage gern, wir sind ja so Bibeltrufer. Ja? Wir verbinden Punkte innerhalb der Bibel. Und dann entsteht für uns ein gutes Bild dessen, was wir glauben dürfen. Und das ist etwas Schönes, was wir glauben dürfen. Und wenn die Punkte fehlen, dann kann man in ganz komische Glaubenssituationen kommen, wo man überhaupt nicht mehr froh ist als Christ. Ja? Und das wollen wir nicht. Wir halten uns an das, was die Bibel schreibt. Ja? Und das, was da steht in Jesaja 66, das kennen wir schon. Ehe sie Wehen bekommt, hat sie geboren. Wer? Zion. Wann denn? Zu Pfingsten. Wann bekommt denn die Tochter Zion Wehen? In der Endzeit. Ach so. Ehe sie Wehen bekommt, hat sie geboren. Ehe sie in Kindsnöten kommt, ist sie eines Knaben genesen. Wer hat solches je gehört? Wer hat solches je gesehen? Wir. Ward ein Land an einem Tag geboren? Ist ein Volk auf einmal zur Welt gekommen? Kaum in Wehen, das dauert nicht lange, die Belagerung Jerusalems in der Endzeit, ja? Kaum in Wehen hat Zion schon ihre Kinder geboren. Sollte ich das Kind den Mutterschoß durchbrechen lassen und nicht auch geboren werden, spricht der Herr. Sollte ich, der gebären lässt, den Schoß verschließen, spricht dein Gott. Das heißt also, Jerusalem hat geboren, ehe sie Wehen hatte. Und wir können das verstehen jetzt, weil wir jetzt mehr wissen als der Nikodemus. Das finde ich etwas Großartiges. Und ich empfinde das ein Stück weit auch, wie soll ich dazu sagen, als ein Endzeitsignal, vielleicht noch nicht mal ein Endzeitzeichen, aber dass das auftaucht in der Bibel, das ist was Besonderes. Ja? Ich schließe das damit ab. Ja? Also wir haben jetzt kurz uns alttestamentliche Bibelstellen angeschaut. Wir haben die Rede zwischen Jesus und Nikodemus jetzt angeschaut. Wir haben gesehen, dass die beiden über zwei Themen sprechen, über die Wiedergeburt und über Golgatha.
Für Golgatha haben wir Bilder im Alten Testament gesucht und ganz viele gefunden. Ja, das ist Marschgepäck. Für die Wiedergeburt haben wir zunächst nichts gefunden. Wenn wir danach suchen, finden wir Hiskia und Jeremia und Micha und noch andere Stellen. Und plötzlich sehen wir, dass die Wiedergeburt im Alten Testament immer an Jerusalem gekoppelt ist. Warum? Weil das alttestamentliche Bild ist, Zion kommt in Wehen und gebiert. Vorerfüllung haben wir zu Pfingsten gehabt. Petrus liest Joel nur zum Teil zu Pfingsten, Vorerfüllung. Enderfüllung steht noch aus. Jerusalem kommt nochmal in Wehen und wird zum Glauben an Jesus kommen. Und zwar an einem Tag. Und dann haben wir Wiedergeburt hier, Wiedergeburt da, Ölbaum, Ölbaum und damit den Leuchter. Ja? Dann ist die Gemeinde Jesu komplett. Dann kann aber bis dahin auch noch keine Entrückung gewesen sein. Und da wird es schwierig. Warum? Weil die Gemeinde Jesu ist ja nicht zerteilt. Ja? Die Gemeinde Jesu ist ja in eins. Deswegen feiern wir Abendmahl mit einem Kelch. Ja, und die Gemeinde ist ein Leib, ist der Leib Christi. Das heißt also, wenn in Jerusalem Menschen zum Glauben an Jesus kommen, dann gehören die ja zu Jesus, wie wir auch. Ja, natürlich. Dann sind die also wiedergeboren, wie wir auch. Ja, natürlich. Mehr sogar noch, wenn es denn geht. Ja? Weil denen die Verheißung gehört aus Jesaja. Wir sind ja nur Gnadenwahl. Wir sind aus den Goi, aus den Goyim. Jesus hat uns trotzdem lieben, ist zu uns gekommen. Ja? Deswegen gehören wir trotzdem zur Leibesgemeinde. Aber das heißt, wenn Jerusalem wiedergeboren wird, dann gehören die auch zur Leibesgemeinde. Das heißt, da müssten die ja auch bei der Entrückung dabei sein. Genau. Ja gut, dann kann bis dahin noch keine Entrückung gewesen sein. Die Nüchternheit können wir haben. Und deswegen bin ich, und damit komme ich dann auch zum Schluss, deswegen bin ich manchmal so ein bisschen kritisch. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich lasse da auch jedem seine Meinung. Aber ich glaube nicht, dass die Entrückung plötzlich kommt und Flugzeuge abstürzen und alles Mögliche passiert. Ich glaube, dass das ja noch fehlt. Das macht es aber für viele Pastoren schwierig, dem zu folgen, weil die wissen dann, dass die Vorentrückung und auch die jederzeit mögliche plötzliche Entrückung nicht mehr möglich ist, weil dieses Ereignis noch fehlt. Warum achtet ihr denn nicht auf die Zeichen der Zeit? Ja? Damit wäre ich mal hier an dem Teil so am Ende. Und vielleicht beten wir noch zusammen und dann machen wir noch ein bisschen Fragen. Ja? Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort und wir staunen darüber, dass so viele Dinge in deinem Wort enthalten sind und dass dein Wort wahr ist und zuverlässig und aller Annahme wert und dass wir sehen können, wenn die Dinge stimmen, dann stimmt auch, dass wir zu dir kommen dürfen durch den Glauben, auch wenn wir nicht zu Israel gehören, dass wir Heil finden dürfen bei dir, dass wir Frieden finden dürfen für unsere Seelen, für unser Leben, dass alles gut geworden ist auf Golgatha, dass wir angekommen sind, dass wir dich gefunden haben und in dir die Wahrheit und die Liebe des Vaters im Himmel. Danke für dein Wort, danke für die Gemeinschaft, die wir haben. Und du möchtest weiter bei uns sein, so wie du auch zugesagt hast. Amen. Amen.